So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich habe schon wieder ein Grinsen im Gesicht, denn es ist einfach seit verdammten 1,5 Monaten das erste Mal wieder, dass ich mich auf dieses Ding schwinge. Die Sophia ist mit dabei. Hi, was geht? Und wir fahren zusammen jetzt im Schwarzwald. Oh, und es gibt so viel zu erzählen. Wir düsen direkt los. Es ist halt so, ich habe Ewigzeiten jetzt schon kein Video mehr gemacht, in dem ich einfach mal wieder mit euch geschnackt habe. Und deshalb freue ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade extrem darauf, wirklich einfach mal wieder mit euch zu schnacken. Es ist nämlich so viel passiert in letzter Zeit. Wirklich, es ist so viel passiert. Unter anderem, ich glaube, das erzähle ich gleich mal als erstes, nehmt es mir nicht übel, wenn meine Zweitkameraposition heute ein bisschen strange ist. Ja, ich habe mal wieder eine Kamera kaputt gemacht, leider. Und zwar war ich ja vor kurzem, also ist jetzt schon wieder einige Wochen her, war ich in Most wieder. Beim Twin Cup bin ich mitgefahren. Das Video habt ihr hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, dann schaut mal hier oben in der Ecke, verlinke ich es euch mal. Da habe ich es mal wieder geschafft, eine Kamera kaputt zu machen. Und irgendwie ist Most meine Kamera kaputt macht Strecke, ne? Also, weil da habe ich meine GoPro, da habe ich da zweimal jetzt schon verloren. Die hat aber zum Glück nie was abbekommen. Und jetzt noch mein Insta 360. Und da ist leider diese kompletten Objektive oder das ganze Objektiv kaputt gegangen. Also ist total verkratzt. Weil es ist halt einfach von der Halterung abgebrochen. Also auch so richtig geil, ne? Die war sogar gesichert, aber sie ist einfach abgebrochen. Boah, ich liebe ja sowas, ne? Perfekt, Alter. Richtig geil. Das finde ich wirklich mega. Das verstehe ich einfach gar nicht, ne? Da regen sich die Fahrradfahrer auf, dass die Leute so eng an ihnen vorbeifahren und fahren halt nebeneinander auf hier einer stark befahrenen Straße, ja? Ja gut, jetzt gerade im Moment nicht so, aber allgemein. Ja, auf jeden Fall, deshalb ist die Insta 360 kaputt gegangen. Die habe ich mir ja gerade auch erst neu gekauft. Das ist super ärgerlich. Die habe ich jetzt reparieren lassen für 250 Euro. Aber ja, und das, die Insta 360, die ich hier habe, die ist mir in Hockenheim Anfang vom Jahr kaputt gegangen, aber da hatte ich noch dieses Wechselobjektiv. Und deshalb kann ich immerhin die benutzen, ne? Aber also es ist echt gerade im Moment, mache ich irgendwie ganz viele Kameras kaputt. Es geht mir auch ein bisschen auf die Eier. So, und ja, jetzt war ich super viel ja auf der Rennstrecke in letzter Zeit. Also war zweimal in Most und in Chamblay war ich auch in Frankreich. Und jetzt geht es auch für euch. Also wenn ihr das Video jetzt seht, bin ich wahrscheinlich schon wieder auf der Rennstrecke. Und zwar in Rijeka und am Pannonia-Ring. Das wird auch richtig geil, hoffe ich mal. Direkt 6 Tage am Stück Rennstrecke wird natürlich absolutes Highlight werden. Und ja, es ist viel geplant. Also es ist viel, oder es passiert gerade irgendwie einfach viel, ne? Jetzt hatte ich in den letzten Wochen auch einfach gar keine Zeit zum Motorradfahren, weil ich erst so eine mega bescheuerte Schulung von meiner Arbeit aus hatte, wo ich eine ganze Woche lang einfach in Düsseldorf war und halt nichts machen konnte. Und jetzt habe ich meine Weisheitszähne vor kurzem rausbekommen und konnte auch nichts machen. Ja, das ist jetzt zum Glück endlich wieder in Ordnung. Also ich kann endlich wieder ein normales Leben führen. Aber es ist wirklich, es ist so nervig, die Weisheitszähne rauszubekommen. Also ich weiß nicht, wer von euch das schon hatte. Bei mir war das nie ein Thema, so Weisheitszähne. Ja, und da hatte ich vor kurzem hatte ich Zahnschmerzen, gehe zum Zahnarzt und dann sagt er mir, Kollege, dein Zahn liegt komplett schief. Also der lag einfach so waagerecht da oben drin, einer von den 4. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, machen wir gleich alle 4 raus. Und naja, das war wirklich sehr angenehme Erfahrung. Und ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist. Also Weisheitszähne kann ich wirklich nur empfehlen. Macht gar keinen Bock. Ja, und so ist es echt passiert, dass ich jetzt seit wirklich 1,5 Monaten nicht mehr mit der Street Fighter unterwegs war, ja. Und ich muss echt sagen, ich habe sie so krass vermisst. Ich habe sie so geisteskrank vermisst, wirklich. Ich bin heute früh, also es ist heute auch wirklich ein geiler Tag, ja. Es ist 9 Uhr am Morgen, wir sind wirklich super früh losgefahren, um hier wirklich den ganzen Tag nutzen zu können im Schwarzwald. Als ich heute früh aufs Motorrad gestiegen bin, ich hatte direkt wieder so ein Grinsen im Gesicht und habe mich einfach so gefreut. Ja, weil es ist einfach immer noch so ein geiles Motorrad. Und jetzt natürlich durch nach so viel Rennstrecke fahren, ist es auch erstmal ein bisschen strange, muss ich sagen, auf der Straße zu fahren. Weil es halt doch einfach anders ist, ja. Es ist doch einfach anderes Fahren. Muss man halt ganz ehrlich sagen, logischerweise. Und auch die Street Fighter fühlt sich halt logischerweise ganz anders an als meine CBR. Also ihr merkt schon, heute wird einfach ein richtig schönes Laber-Video. Einfach ein Video, wo ich mal wieder mit euch schnack. Über
alles, was gerade so mir auf dem Herzen liegt, ne? Oh, und hier an der Nagoldtalsperre im Schwarzwald ist natürlich megamäßig geil. Und ich freue mich auch drauf, heute für euch noch zwei Streckenvorstellungen aufzunehmen. Boah, da freue ich mich so krass drauf. Ja, weil endlich Strecken fertig sind, auf die ich ewig gewartet habe. Also freut euch da auf jeden Fall auf die Videos. Da werden wirklich, da sind Strecken dabei. Da werdet ihr euch sehr drauf freuen, die mal zu fahren. Und die zeige ich euch dann. Ja, abgesehen davon, ist aktuell endlich, ja, ich kann es ja so, soll ich sagen, ich habe mich ja das zweite Mal dieses Jahr schon eingekiest. Ja, einmal ja am Hockenheimring Anfang vom Jahr und jetzt habe ich mich im Most mit dem Twin Cup im freien Training auch leider einmal eingekiest, wo mir einfach das Vorderrad entglitten ist. Und deshalb muss jetzt unbedingt der Eingekiest-Merch kommen oder Einkiest-Garantie-Merch kommen. Grüße gehen raus an alle aus dem Livestream, die das, die den Insider schon verstehen. Ja, keine Ahnung, ich kann mal ganz kurz anschneiden. Ich hoffe, es kommt so witzig rüber, wie es war. Aber am Hockenheimring, als ich mich halt eingekiest habe, also als ich gestürzt bin Anfang vom Jahr, da war das so ein super, super lieber, also Grüße gehen raus, super lieber Ostdeutscher, so ein Ossi, der mir ganz viel an der CBR geholfen hat, beziehungsweise der hat mir halt ein paar Teile geliehen oder verkauft, die ich halt gebraucht habe, um die CBR schön wieder zu reparieren. Und der war halt da und mit dem habe ich geschnackt und dann hat er so erzählt, jo, ich sag mal so, also hat so von seinem Sohn erzählt, der IDM fährt, glaube ich, und auf jeden Fall sehr, sehr schnell ist und sich auch einige Male einkiest, also stürzt halt und ins Kies geht. Und dieses Wort einkiesen habe ich noch nie vorher gehört und ich fand es direkt so geil. Und dann sagt er so, ja, ich sag mal so, einkiesen ist immer doof. Und das hat mich so, dieser Satz, einkiesen ist immer doof, hat mich so geprägt. Wir haben uns echt totgelacht. Also wirklich, es war super sympathisch, aber es war einfach so witzig, dieser Satz, wie er den gesagt hat, einkiesen ist immer doof. Dass, dass ich daraus einen Sticker und Klamotten mache, weil ich will das einfach tragen. Ja, es wird auf jeden Fall die Einkies-Garantie geben als T-Shirt oder Pulli und Hashtag eingekiest wird sein Sticker geben. Das wird perfekt auf meine CBR passen, weil die jetzt natürlich aus Hockenheim noch schöne Kiesspuren hat. Und einkiesen oder eingekiest, das ist so ein geiler Ausdruck. Ich feiere es einfach, ich fühle es komplett. Ja, so viel dazu. Aber da bin ich endlich mal dran, das will ich ja auch schon seit 2 Jahren mal wieder neue Klamotten oder neuen Merch allgemein bringen. Ja, habe ich ewig jetzt vor mir hergeschoben, aber wir haben richtig geile auch andere Designs noch, wir haben verschiedene Sachen. Da ist, denke ich, auch für jeden wieder was dabei. Und diesmal weniger Because Race Bike, sondern ein bisschen mehr allgemeine Sachen und halt ja Einkies-Garantie. Das kickt mich komplett, das ist richtig witzig. Jetzt in der Zukunft, was wird noch passieren? Ich werde am... Für euch ist es schon passiert sozusagen, oder für euch in ein paar Tagen, kriege ich hier auf die Maschine das erste Mal einen anderen Reifen drauf. Die Ducati ist ja ausgestattet mit mit Pirelli Diavolo Rosso 4. Und ich muss ehrlich sagen, Diavolo Rosso 3 bin ich auch ein, zweimal gefahren auf ein paar Testmaschinen. Den habe ich nie so ultra gefühlt, aber den Rosso 4, Alter, das ist wirklich ein geiler Reifen. Also, der war mir ja damals schon bei der Vorstellung von der Street Fighter, sind wir ja auf der Rennstrecke gefahren. Und da war ich schon total perplex, wie viel Trockengrip der hat. Aber jetzt nach fast 5000 Kilometern Alltagstest und Straßentest, sage ich mal, hier auf der Street Fighter im Schwarzwald und einige Male wirklich es hernehmen, muss ich echt sagen, ist wirklich ein geiler Reifen. Er ist halt so ein Allrounder auch, wirklich. Kann man echt empfehlen. Also fährt spitzenmäßig, hat Grip ohne Ende. Von der Laufleistung um die 5000 Kilometer hält mir das Hinterrad jetzt. Also nach dem Wochenende jetzt wird er komplett platt sein. Ja, und als nächstes kommt eben der Dunlop Sportsmart TT drauf, weil das einer der wenigen Reifen ist, der überhaupt hier drauf passt, weil die Street Fighter hat ja einen Hinterreifen in der Größe 180 60 R17 und davon gibt es super wenig Reifen nur, die überhaupt diese Größe oder wenig Hersteller, die diese Größe unterstützen und da ist halt auf jeden Fall Dunlop auch endlich einer davon, freue ich mich mega drauf, weil der Sportsman TT in meinen Augen, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsreifen auf der Straße und ich bin so gespannt, wie der auf der Street Fighter V2 performen wird. Ich erhoffe mir da halt ganz, ganz viel Grip, einfach ganz viel Trockengrip. Also, ich meine, klar, auf der Straße ist das immer so die Frage, wie viel braucht man denn, aber es ist halt schon geil, aus den Kurven richtig rauszufeuern und halt unter sich zu spüren, okay, der Reifen, der unterstützt einen dabei richtig und der lässt einen nicht im Stich, sondern der hat richtig Bock.
Ja, das ist mega geil. Da freue ich mich schon sehr drauf und da wird es dann auf jeden Fall auch ein Feedback geben. Rauch Sophia, Sportsman TT, das sind so die zwei großen Reifen, würde ich mal sagen, oder die zwei Sachen, unter denen man sich entscheiden kann auf der Streetfighter V2. Ah, ich sag mal, es gibt natürlich noch andere, einen Corsa, Rosso Corsa oder einen Super Corsa. Aber ich denke mal, für mich sind das die zwei wirklichen Alternativen. Genau. Ja, abgesehen davon, Thema Alpen interessiert bestimmt auch einige von euch. Ich werde dieses Jahr in die Alpen fahren und zwar Ende August diesmal. Also relativ spät, also so, was heißt relativ spät? So spät war ich noch nie in Alpen. Bisher war ich immer im Juni oder Juli in Alpen. Deshalb für mich relativ spät. Aber ich freue mich schon sehr. Ende August und da wird es dann natürlich auch einige Videos von geben. Ich werde mit meiner Freundin, also mit der Sophia, für alle, die es noch nicht wissen, ja, werde ich in die Alpen fahren, voraussichtlich, und freue mich da schon echt ultra drauf, weil ich glaube, die Street Fighter in den Alpen wird einfach nur komplett krass sein. Also, das wird, glaube ich, ich glaube, ich werde heulen vor Glück, weil ich glaube, die passt so perfekt in die Alpen, die Maschine. Ja, da freue ich mich schon mega drauf. Wie gesagt, Ende August passiert das Ganze. Dann habt ihr zu Ende von der Saison auf jeden Fall richtig schöne Alpenvideos und da versuche ich auch wieder ordentlich was zu machen. Diesmal geht es wieder in die Dolomiten, aber es geht rechts über die Dolomiten. Und diesmal werde ich auch auf jeden Fall den Großglockner versuchen mitzunehmen. Das wollte ich jetzt ewig mal schon machen. Und ich habe jetzt extra diesmal sozusagen den Ort, wo ich übernachten will, so gewählt, dass man dann Großglockner fahren kann. Freue ich mich schon ultra drauf. Wenn ihr da noch Tipps habt an mich für Strecken, also Streckenempfehlungen in den Dolomiten, bitte jetzt nicht die großen, so Sella-Runde oder so, kenne ich natürlich selber, oder Rollepass oder irgendwie sowas. Aber wenn ihr noch so Geheimtipps habt, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich immer dankbar auf Tipps von euch und Geheimtipps zu irgendwelchen geilen Strecken. Da freue ich mich sehr über ein paar Tipps. In nächster Zeit steht für mich einiges an Arbeit an in meinem normalen Job. Deshalb freue ich mich sehr über die Wochenenden, wo ich normal Motorrad fahren kann. Ja, wie gesagt, nächste Woche dann, übernächste Woche, also es dauert noch ein bisschen, bis ich in die nach Rijeka und an Pannonienring fahre. Da freue ich mich aber auch ultra drauf, da mache ich auch wieder richtig geile Videos für euch von der Rennstrecke. Die letzten kamen ja von den Kommentaren her sehr, sehr gut an. Leider, die Rennstreckenvideos sind leider so klickmäßig echt immer schwierig, obwohl ich schon so ein bisschen mit den Titeln echt immer ein bisschen spiele und so gucke, ob man da Leute nicht doch reinbringen kann, weil ich persönlich finde, meine Rennstreckenvideos, gerade die letzten oder gerade das letzte aus Most, also das letzte mit der CBR aus Most, fand ich wirklich gut. Also das ist jetzt zwar so Spielfilmlänge, ne? Das ist ja fast 50 Minuten lang geworden, aber da ist ja wirklich alles Mögliche dabei, da ist Action dabei, da passiert richtig was, ja, und auch die zwei Rennen, die da drin sind, also für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, schaut es euch wirklich an, es lohnt sich. Das ist natürlich echt schade, dass die Videos immer weniger Klicks kriegen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, also dieses Video soll wirklich mal wieder so ein ich quatsch mit euch und ihr quatscht mit mir Video sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch solche Videos nicht so sehr interessieren oder was euch denn interessieren würde von der Rennstrecke. Ich werde auf jeden Fall bald auch so ein Video machen, wo ich euch ganz genau mal sage, was braucht ihr denn überhaupt, um selber auf der Rennstrecke zu fahren, weil das kommt auch ganz oft als Frage. Ich habe es schon ganz lange auf meiner Liste, aber ich will das sehr gerne mit einem Veranstalter zusammen machen, mit Racecamp Event, mit denen ich ganz viel fahre, weil ja die halt auch extra auf Anfänger ausgelegt sind. Also da gibt es extra für Anfänger gewisse Gruppen dann, wo man mit Instruktor fährt und so. Lange Rede, kurzer Sinn, wird dann ein Video zu kommen, aber schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu diesen Rennstreckenvideos in die Kommentare, dass ich da einfach ein bisschen im Bilde bin, ja, dass ich da einfach ein bisschen weiß, was euch interessiert und was nicht so sehr. Auch natürlich Thema Street Fighter, wenn ihr da noch was wissen wollt. Also ein Videothema Geld wird natürlich noch kommen. Was kostet denn? Boah, ich hatte so viel Stress jetzt in letzter Zeit mit der Versicherung von der Street Fighter. Wirklich. Also, ein Hin und Her, aber egal, das erzähle ich dann auch in dem Video wahrscheinlich, wenn es soweit ist. Und ja, viel mehr gibt es jetzt an der Stelle wirklich nicht zu erzählen. Ich überlege gerade nochmal ganz akribisch, aber nee, mehr gibt es nicht zu erzählen. Dann würde ich sagen, ich halte euch auch gar nicht lange auf, ja. Hat mich gefreut, mal wieder mit euch einfach ein bisschen zu schnacken. Wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter zur nächsten Streckenvorstellung. Boah, da könnt ihr euch so drauf freuen, wirklich. Die Strecken, die kommen, die werden so nice. Ihr werdet euch da so drüber freuen. Das werden wirklich richtige Ballerstrecken.
Richtig geiles Zeug. Im Schwarzwald wird gerade so viel renoviert. Nee, wie heißt das? Saniert. So viele Strecken saniert. Ja, egal. Freut euch drauf. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.